Ich bin der Geist, der in deinen Po reingreift. Oh, hier fände ich den auch schön. Heute Track Day Nummer 5 in diesem Jahr. I hope to see you soon and I'll put on your favorite tune till I meet you again, my babe. Do you remember? Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zurück bei den Wolfs. So, ich mache gerade Frühstück für Lian. Und zwar gibt es heute Bananencrepes. Ich wandle es ein bisschen ab. Die Crepes, die ich euch gestern zum Beispiel auch gezeigt habe, ist im Buch. Die sind ohne Banane. Aber Lian liebt Banane. Deswegen gibt es die heute mit Banane im Pyjama. Auch noch. Ich werde heute übrigens wahrscheinlich das Bett geliefert bekommen von Lian. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann kann ich da nämlich auch weitermachen. So, jetzt brauche ich irgendwas. Ja, ich glaube, nehmen wir dann, damit das Ganze hier mal hält ein bisschen. So, wir brauchen definitiv noch ein Stativ. Tada! Machen es komm schon. Das Bett kommt heute von Lian und da freue ich mich sehr drauf. Dann kann ich es heute nämlich schon mal ein bisschen abschleifen. Das Regal werde ich heute auch fertig streichen, also ich versuche es auf jeden Fall. Und dann geht es mit dem Bett, wie gesagt, weiter. Ja, und dann ist hoffentlich Lians Zimmer bald ready. Ich zeige euch nachher mal, wie es jetzt gerade schon aussieht. Ja, noch einen Esslöffel, ja. Und ich freue mich da so sehr drauf, wenn das fertig ist, weil ich dann weiß, dass er da viel mehr Freude dran haben wird und das wird richtig cool werden. Vater ist auch erwacht. Dauda. Es gibt gerade Pancakes, ich habe auch schon einen gemampft. Lian hat zwei weggehauen. Pupsi! Der mag sie sehr gerne. Also wie gesagt, ich habe jetzt einfach nur Banane genommen. Küche sieht schon wieder aus wie Sau. Tobi kriegt jetzt noch einen Pancake. Und dann geht der restliche Teig in den Kühlschrank. Und dann... Oh, nein! Okay. You're gone now. Will you call me back? Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind. It's a known fact. Yeah, I know that. Mm. Once you've seen all the dreams... Shoo! Willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Okay, aber dann gibt es trotzdem ein Hallo auch von mir. Ja, ich bin auf Automatikmodus. Ich dachte gerade, warum ist es so dunkel? Was geht ab? Eigentlich hat einen neuen Lieblingsplatz. Ja, aber da kannst du direkt wieder rausgehen. Ja. Nachher pinkelt sie dahin. Ach, die pinkelt da nicht. Hä? Wir haben noch keine. Du pinkelst doch auch überall hin. Ja, ich. Aber eigentlich doch nicht. Ja, ich bin gerade dabei so ein bisschen, guck mal, das ist das, was ich gemeint habe. Sieht voll süß aus mit den Dingern da dran. Und zwar, ich habe nochmal zwei Regalböden nachbestellt und das sind diese Kartons, die ich ausgepackt habe und bestellt habe. Hier, das muss ich noch beschriften, hier sind Kuscheltiere drin, Holzspielzeug. Ich habe die auch recht übersichtlich bestückt, die Kartons oder die Kisten. Hier ist noch gar nichts drin. Und das sind Lians Handtaschen oder was? Ja, das sind Lians Handtaschen, Lians Bücher. Und ja, das sind so Babysachen, eher so Rasseln und so ein Kram. Ja, aber guck mal, voll süß, ne? Sieht richtig cool aus, finde ich. Was war das? Das war der Geist, der jeden, der zu lange scheißt, von unten in die Eier beißt. Was? Gibt's das nicht? Das habe ich früher am 15. Hier. In der 15. Wahrscheinlich nein, mit 15. In der 15. Klasse, ne? Wer auf diesem Klo. Nee, warte mal, wie? Du meinst auf beschmiert. Auf diesem Klo, da haust ein Geist, der jedem, der zu lange scheißt, von unten in die Eier. Alter, ich habe keine. Ah ja, stimmt. Decke. Stimmt. Vergessen. Entschuldigung, vergessen. Kann ja mal passieren. Ja. Der Tag heute ist ziemlich wild, Leute. Weil ihr könnt es nicht so ganz sehen. Es regnet. Man sieht es, glaube ich, an den Regentropfen hier.
Und es ist ziemlich, ziemlich windig draußen. Schau mal. Da geht's ab. Ja, und es regnet auch den ganzen Tag. Way. Deswegen ist es auch irgendwie hier so grau-dunkel. Aber ja. Wie sieht's jetzt weiter aus? Du machst hier weiter und ich mach den Schnitt weiter von unserem neuen Video, was morgen kommt. Ja, ich muss weiter streichen. Ja, übrigens cooler Jogger. Dankeschön. Bruder, ich habe einen Style, ne? Mit Socken. Guck mal, wie das aussieht. Das sieht aus wie immer. Weißt du, wer ich bin? Ich bin der Geist, der in deinen Po reingreift. Muss man nicht verstehen. Ivy! Du kannst ja inkontinent werden. Was? Inkontinent sein. Bitte geh raus. Ich darf da nur rein puseln. Pille-palle-puseln. Pille-palle-puseln. Nimmst du sie mit raus? Nö. Okay. So, Leute, wir haben jetzt hier schon einiges gerade geschafft. Jetzt habe ich gerade noch für Leon sein Essen gemacht. Es gibt heute nochmal Bratkartoffeln. Ich habe Tobi gestern ja welche gemacht. Und davon war dann noch ein bisschen was übrig, deswegen habe ich Lian das jetzt auch noch gemacht, mit ein paar Tomaten angeschmort. Und so sieht das Ganze dann aus. Matschepampe. Sonne kommt raus, unglaublich. Draußen ist es ein bisschen windig, aber eben war richtig Katastrophe. Also eben hat es geregnet, Wind, alles dabei. Ja, Lian isst jetzt und dann werde ich jetzt gleich mal weitermachen mit dem Streichen. Ja. Das müssen wir nämlich auch noch fertig machen hier heute. Wenigstens das Regal will ich fertig gestrichen haben. Dafür ziehe ich mich jetzt aber nochmal um. Ja, so sieht's aus. So, wir sind gerade dabei, Lians Sachen nach oben zu bringen. Teppich unter dem Bett. Der kommt erstmal, am liebsten würde ich den mal gerne gucken, wie da unten aussieht. Können wir jetzt gleich mal schauen. Oder hier vorne bei mir. Oh, hier fände ich den auch schön. Ja, da kommt der hässliche Rattan. Der ist nicht hässlich. Hässlich. Ah, Tobi wieder, ey. Dann kommt der Rattan unten hin. Nein. Nein, also Outdoor, der ist ja Outdoor. So mal als kleines Update. Der muss natürlich noch anders gelegt werden. Hier kommt ja auch noch andere Möbel rein. Der ist jetzt ein bisschen so zerduddelt. Aber sehr, sehr flauschig. Und ja, hier ist schon mal Lians großes neues Tippi. Sein Tisch und sein Stuhl. Tisch und Stuhl. Und da ist der Tobi. Und Tobi hat gerade... Was? Und da hier die Sicherheitsnadel will hier nicht raus. Ich hoffe, dass jetzt nicht runterfällt. So. Sonst fällt es ja auf was Geiles. Auf was denn? Ja, genau. Ich bin blind. Auf jeden Fall, weil ich sehe das Geile. Irgendwie nicht so, aber ist schon okay. Ich sehe aber was Geiles. Und zwar zwei Schrauben, die keinen Sinn mehr haben. Kann man die nicht rausdrehen? Ja, bin ich dabei. Kannst du das nicht machen? Du bist doch der Mann im Haus. Ich kann sowas nicht. Ich bin... Ja, cool. Okay, let's go. Komm, wir laden den Anhänger. Wir laden den Anhänger. Beladen. Aber wir laden den Anhänger ist doch richtig. Beladen. Mit was? Deiner Ehre. Deine Würde, die überall in dir rumfliegt. Deine Würde sieht genauso geknittert aus wie der Teppich. Ja. Weißt du, was noch der gleiche Punkt ist? Guck mal. Wir machen jetzt einfach die Kamera aus. Tschüss. Was ist los mit dir? Ich hab gesagt, das ist Teppich legen. Ja, ich sage dazu, zwei Teppiche, die scheiße aussehen, machen es nicht besser. Die sehen ja scheiße aus. Du siehst Alter, scheiße aus. Halt mal bitte im Großformat dahin. Guckst ja, alleine wer auf diese Idee kommt, auf einen Hocker eine Pflanze hinzustellen, aus dem Zimmer. Gesteinigt. Was ist das? Hallo? Die neue Interpretation von die Pflanze. Was ist das? Nein, lass es jetzt da stehen! Damit der nächste Holzboden oder Stuhl oder was auch immer kaputt geht, weil irgendjemand die Pflanze zu sehr gießt. Tope Socke. Komm jetzt. Was hier, hast du auch Inkontinenz oder warum brauchst du jetzt auch Feuchttücher? Der Beckenboden ist noch nicht ganz so am Start. Nicht? Besser als dein Sumpfarsch. Ich kenne das einmal nur, dass du Flatulenzen hattest, aber dass du jetzt auch noch inkontinent bist, das wusste ich. Geil, nimm die bitte mit hoch, die mache ich oben. Super. Geil, ich will das Kind gewickelt werden und dann war es das wieder. Komm, wo soll ich... Tu sie erstmal da rein.
Braves Hündchen. Was ist denn da los? Machst du gerade über unser Kind lustig? Nein, ich mache mich über dich lustig. Die, die immer da steht, ich will meinem Kind ein gutes Gefühl geben. Weißt du, er ist so. Echt, habe ich gut gemacht. Mach mal einmal so. Du wirst auch immer die Mutter sein beim Fußball oder Baseball und sagen, los jetzt, knall den Gegner um. Linus, kannst du besser? Gerade Gretchen. Los. Gretchen. Ich will bluten. Ja, alles nur für dein Entertainment. Auf deinen Nacken. So, Leute, ich drehe jetzt noch das Ende. Maren ist schon pennen und ihr seht, ich bin nicht zu Hause. Ich habe morgen nämlich einen Track Day. Bin gerade in der Eifel, tief in der Eifel. Und ja, Daniel ist auch gerade noch bei mir im Zimmer. Was geht? Alles gut. Und wir waren entspannt gerade eben noch essen, haben uns noch mit den anderen unterhalten und dann geht's morgen früh raus. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen chillen, pennen gehen und dann morgen auf die Strecke und es ist gutes Wetter gemeldet. Also das heißt, vielleicht haben wir einmal dieses Jahr richtig Glück, dass wir bei trockener Strecke fahren und es sieht gut aus. Ja, deswegen haut rein, Leute, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Peace. Morgen. Boah, das war eine ganz schön heftige Nacht. ja, wir sind jetzt wach, beziehungsweise wir sind jetzt eigentlich schon seit 5.30 Uhr wach und die Mutti hat von 2 bis 4 wach im Bett gelegen. Keine Ahnung, was los war. Ja, keine Ahnung. Lilian ist eigentlich voll süß. Um 21 Uhr eingeschlafen. Ja, und dann habe ich ihn ins Bett gebracht, bin auch ins Bett gegangen, bin eigentlich relativ schnell eingeschlafen. Ja, ich mache dir jetzt eine Mimi. Und bin recht schnell eingeschlafen. Und dann war er das erste Mal um 10 wach nochmal. Dann um 12, um 1. Und um 2. Und ab 2 lag ich dann wach bis 4 und dann war er um 5.30 Uhr wach. Guten Morgen und was geht ab, Leute? Yay, yay! Heute Track Day Nummer 5 in diesem Jahr. Und wisst ihr, was heute ist? Kein Regen. Das ist ja mal ein Wunder. Zum Background dieser Geschichte muss man ganz klar sagen, Daniel und ich hatten dieses Jahr einfach unnormal Pech gehabt. Also es gab eigentlich keinen Trackday, wo nicht irgendwas war. Von Unfall bis Regen ist mal alles dabei. Aber heute machen wir es besser. Heute lassen wir die Autos heile. Wir sind eine geile Truppe, oder? Ja. Naja, aber wir haben einfach, wie viele sind wir? 8 Leute? Ja, 8 Leute bestimmt. Ich zeige euch gleich mal die Autos. Es ist schon wild von den Farben her. Also Daniels Farbe ist ja schon, ne? GT3 RS. 991.1 MR steht für Mantai Racing. Hingegen der weiße Bomber, langweilig. Da kommt auch schon der nächste. GT3 RS in schwarz. MK2, auch ziemlich geil. GT3 MR von Uwe. Ja, jetzt kommen sie auf jeden Fall alle an. Das wird cool. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Temperatur in den Motor bekommen, weil es ist eisekalt hier auf der Nordschleife. Aber die Sonne scheint. So, Nina ist gekommen und ich habe den Zopf zu eng gemacht, wenn es dann anfängt zu jucken. Ja, Nina ist gerade gekommen und wir werden jetzt hier weiter streichen. Hier könnt ihr jetzt mal die Farbe sehen im Licht, wie die aussieht. Richtig schön. Und wir müssen hier noch einiges streichen. Jetzt gucke ich noch, ob wir eine Plane haben. Ja, Nina und Leon spielen übrigens gerade Fußball. Nina hat ja auch mal in so einem, oder machst du das noch? Das jedes Jahr. Ja, Sommercamp. Nein! Okay, Nina hat früher in so einem Fußballcamp und immer noch, wenn, genau, Fußballcamp. Und Leon ist ja jüngster. Ja, ich habe nie als Trainer gearbeitet. Schön gespült. Gespült und jetzt bist du Trainerin. Und boom! Tor! Lauf! Hinterher! Warte, nicht so gegen den, dann machst du den Starter nach vorne. Kleiner. Ja, das ist dein,
Nein, 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 nicht draufstellen. Ja. So, und jetzt putzen. Komm, putzen. 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 Direkt mal die wichtigen Sachen im Leben beibringen. Muss sich ja lohnen, ein Kind bekommen zu haben. Oh, 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 oh. So, die Vorfreude schon, dass man schon so... Guck mal hier. So, wir haben uns jetzt auf dem Rasen eine Ecke gebastelt. Lien hat Spaß. Ja, so, ich würde sagen, jetzt wird mal gestrichen hier. Hallo, zurück bei den Wolfs. Es ist 3-4 Stunden später. Ja, einiges passiert, nicht viel aufgenommen. Ich habe mich eben sehr darauf konzentriert, alles so zu packen, dass ich nichts vergesse. Und zwar geht es nämlich für uns morgen weg. Und ich bin immer so, wenn ich Liens Tasche packe, dann darf ich da nichts vergessen und dann darf ich auch nichts anderes nebenbei machen, weil ich sonst immer Angst habe. Oh, meine kleinen Tassen sind angekommen. Richtig süß. Hello, little witch. Voll süß. Und genau, dann musste ich noch einen PCR-Test machen in der Stadt in Köln. Und ja, das war dann irgendwie alles so ein Struggle. Nina war ja mit dabei. Hier ist noch eine zweite Tasche. Tasche. Pumpkin Girls are the happiest. Ja, so sieht's aus. Und genau, deswegen haben wir jetzt so ein bisschen das verbrasselt mit dem Vloggen. Aber nichtsdestotrotz geht's jetzt hier an dieser Stelle ein bisschen weiter. Und ich packe gerade ein paar Pakete aus. Wohin es übrigens geht, erfahrt ihr morgen. Also beziehungsweise werden wir morgen in einem Vlog sagen. Und eigentlich war tatsächlich geplant, dass wir mit Anna und Tim wegfliegen. Wir hatten da auch alles gebucht. Allerdings hat sich das jetzt doch anders gegeben. Aus folgendem Grund. Wir hatten Kreta geplant. Und ihr habt das mit Sicherheit mitbekommen, dass es auf Kreta einige Erdbeben gab. Und da haben wir dann einfach für uns beschlossen, dass wir das nicht möchten. Konnten auch alles stornieren. Bei den Flügen sind wir gerade ein bisschen dran noch. Genau. Und jetzt haben wir gesagt, dass wir eher einen Winterurlaub machen. Irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich. Ende dieses Jahr, Anfang nächstes Jahr. Dass wir da einen richtig schönen Winter-Weihnachtsurlaub machen. Und Tobi und ich haben aber jetzt die ganze Woche Urlaub und haben dann für uns gesagt, okay, wir möchten aber trotzdem irgendwo hin. Ah, sehr geil. Möchten trotzdem irgendwo hin und haben dann jetzt für uns beschlossen, dass wir dann zu dritt, unser wirklich erster Urlaub zu dritt, wegfliegen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was es wird. Und ja, das ist jetzt gerade der aktuelle Stand und meine Mama macht gerade Lien fertig. Wir gehen jetzt gleich noch eine Runde spazieren, hat jetzt lecker gegessen. Wir haben auch noch was gegessen. Ich mache gerade noch die Wäsche, die Pakete und so und dann geht es für mich gleich auch nochmal ganz kurz an den Schreibtisch. Da muss ich noch ein paar Briefe und so machen, Steuer noch fertig machen und danach geht's ab ins Bett. So sieht's aus. Ja, passt ganz gut, glaube ich. Tatsächlich werde ich das Bett wahrscheinlich nicht anstreichen, sondern nur das Regal, damit es nicht ganz zu grün wird. Nur so kleine Details. Bin ich sehr gespannt, wie es wird. Das Regal werde ich aber erst nach dem Urlaub zusammenbasteln. Ja, so sieht's aus, Leute. So, und jetzt mache ich mal den Rest hier. So, ihr Cuties, wir gehen jetzt schlafen. Ich setze noch einmal die Wäsche hoch. Oh, nee. Aber dann setze ich die Wäsche noch einmal an, die andere. Wir gehen jetzt schlafen. Deswegen sage ich aus dem Wäscheraum gute Nacht und bis morgen. Tschüss. Es ist schön. Hier ist total schönes Wetter. Und Lian und ich werden jetzt in den Pool gehen.